Hey, hallo, grüßt euch. Ich möchte jetzt mal Sarah Lombardi machen. Heute so ein Reaction zu ihrem Video Ich. Ja. Warum jetzt gerade Sarah Lombardi? Ich habe jetzt Danger Dan habe ich jetzt gestern gemacht. So, oh, das geht mir echt nach so von den Lyrics. Und Casimir habe ich einen Tag vorher gemacht und ich bin jetzt gestern habe ich irgendwie schlecht geschlafen. Dann habe ich irgendwie die Lyrics im Kopf gehabt, aber die Melodie von Casimir, also das ist echt ein Ohrwurm. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich mal was, was irgendwie softer ist, dass man wieder gut schlafen kann. Nee, mich beschäftigt es schon so, dass ich so Sachen ins Netz stelle. Ja, das ist für mich jetzt nicht so, das ist ja auch, ich mache meinen Senf jetzt über irgendwelche Sachen, ja, und dann, das beschäftigt mich schon, ja, da kann ja auch immer auch eine Retourkutsche kommen irgendwie, ne? So, ja, was ich noch gesehen habe, also was ich echt witzig finde, einfach mal um das vielleicht. Warum kein Dark Mode, Digga? Bist du farbenblind oder was? Lösch dich. Lösch dich. Ach, Boah, ist so hart. Und das ist auch krass hier. Ich weiß auch nicht, seht ihr, habt ihr das auch schon gesehen ich oder habe so? gestern auch mit dem Mann von meiner Freundin geredet. Das habe ich erst gar nicht verstanden, so, ne? Ich habe mit dem Mann meiner Freundin geredet. Wer sagt es ihm? Mir ist letztens bewusst geworden, Monte zum Beispiel mit 3 Millionen Abonnenten auf Instagram. Es gibt 82 Millionen Deutsche. Das heißt, jeder Jetzt. Siebte oder so kennt Monte oder folgt Monte. Jeder siebte Mensch. Nein, habe ich mich verrechnet? Wir fangen erstmal so. Nee, stopp, nochmal zurück. Ich habe mir das mal überlegt, du hast dich gar nicht verrechnet, ne? Weil, also jeder 27. Hat erstmal kein Internet, ja, also Nummer 2 abgezogen, ja, die schon mal, oder 3 kein Internet haben, ja, dann, weiß ich nicht, 10 oder so, ja, die das schon gar nicht abonnieren irgendwie, ja, oder ganz selten mal auf YouTube sind, dann Kleinkinder und so weiter, also dann kommt 7 raus, ganz klar. Also, du bist ein Genie. Also ich finde, du bist ein Genie. Ne? Das hat dein Unterbewusstsein wahrscheinlich gleich richtig ausgerechnet. Und doch, gut, du solltest so theoretischer Physiker, Mathematiker irgendwie sowas in der Richtung werden. Wir fangen erstmal so mit einer kleinen Das finde ich auch. Einsteigerfrage, das finde ich so krass, ne? Einsteigerfrage an, damit wir uns so ein bisschen kennenlernen. Habt ihr schon mal. Also, ich weiß ja, wann das auf der Kamera so rüberkommt, aber ich will jetzt nicht Das richtig. war jetzt echt krass. Also, das ist echt hart, ne? Also, ich weiß auch nicht, ich habe das vorher, ich bin da irgendwie rumgeklickt, da bin ich da gelandet, so keine Ahnung. Und ja, also das letzte, das war echt heftig. Also, ja. Ich meine, es ist krass, ne? Aber dann halt so zum Warmwerden irgendwie, ne? Das ist hart. So, jetzt. Guck ich mal. Ach so, was ich noch bei mir gesehen habe, so, ich habe manchmal so hier und dann, ey, heute Nacht habe ich gedacht, boing, Nummer 148. Also die 1 und die 8 hat mit mir und mit irgendeiner Gesinnung überhaupt nichts zu tun, ganz klar. Das ist einfach von, wie heißt es, wann, wenn, wer, wann da, wann war, .com, da mache ich so die Thumbnails irgendwie, ja, und das ist so ein Hintergrund irgendwie so, ne? Und das sind ja auch Herzchen, ne? Das sieht man ja, also auf keinen Fall, nur dass da. Ganz klares Statement. Ja, okay. Finde ich wichtig, muss man ja sagen, so, weil Leute kennen mich nicht und die sollen auch wissen. Ich meine, ich habe halt auch so einen Haarschnitt irgendwie, ne? Und vielleicht blaue Augen, da kann man ja auch denken. Vielleicht irgendwo in eine falsche Richtung, aber nee, auf keinen Fall. So. Jetzt mache ich das mal groß. Also ich habe. Ah. Oh. Ich hab nicht alles richtig gemacht. Nicht jede Entscheidung war gut, die ich traf. Hab Menschen verletzt, besonders die, die mich liebten. War nicht immer gerecht zu denen, die es verdienten. Und auf einmal bricht die Welt um dich komplett zusammen. Du fürchtest dich, doch du willst es nicht zeigen. Und du hüllst dich in Schweigen. Ja, das alles bin ich. Ich
Jetzt muss ich mal anhalten. Auf was bezieht die sich jetzt auch? Also ich habe die Lyrics hier, also die habe ich jetzt gerade hier so nebendran, ja, und ich weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht und nicht jede Entscheidung war gut, aber auf was? Also ich habe das jetzt mal echt durchgelesen, alles und auch nicht nur einmal, aber es ist sowas von unkonkret irgendwie, ne? Da sind jetzt Bilder, aber ich kenne die ja nicht und ich verfolge die ja auch nicht irgendwie, ne? Und dann weiß ich gar nicht so, ja, was ist jetzt da gemeint irgendwie, ne? Aber immerhin, ja, keine Gewalt bis jetzt. Ich weiß, ich bin nicht fehlerfrei, ich werde nie ohne Fehler sein. Ich weiß, es ist nicht schlimm und nicht schlechtes, wenn man gerade nicht so perfekt ist. Ich hab nicht nur eins, ich hab tausend Gesichter. Mal such ich nach Streit, mal bin ich schlichter. Ich kann es nicht ändern, nein, das, was hinter mir liegt. Manches lief gut, manches ging schief. Wenn die Welt um dich zusammenbricht, erkennst du erst, was wichtig ist, und du weißt, es geht weiter, denn du wächst durch dein Scheitern. Ja, das alles bin ich. Ich gehe durch Schatten und Licht, alles Gute und alles Schlechte. Ja, mir fällt da jetzt gar nicht viel ein, so irgendwie, ne? Das ist so, das polarisiert nicht, das ist auch total, also man kann einfach nur sagen, ich finde es total, schon Aussagen, aber nicht konkret. Das ist absolut unkonkret so irgendwie, ne? Vielleicht, wenn man so die Geschichte von ihr kennt, vielleicht hat es mit dem Pietro irgendwas zu tun oder so. Also ich habe halt DSDS gesehen, ich bin Fan von Castingshows irgendwie. Ich habe das von Anfang an, alle Castingshows, wo noch Detlef D. Soest oder so irgendwie, ne, habe ich, gucke ich an so. Ich finde es, also ich fieber da mit denen mit den Kandidaten so irgendwie, ne? Das ich liebe es, ne? Aber ich will es jetzt, ich glaube, da kommt jetzt auch nicht viel mehr. Ich habe jetzt auch irgendwie nicht so die Lust, das jetzt weiter anzugucken. Nicht, ich habe nichts gegen das Video, also die ist schon eine gute Sängerin, eine hübsche Frau, eine sehr hübsche Frau, ganz klar. Und was da gewesen ist mit Pietro und so, das geht mir nichts an, das ist mir auch scheißegal irgendwie so, ne? Und ja, es ist, glaube ich, eher, für mich wäre das jetzt, ist es kein Ohrwurm so, ne? Also ich würde das, ich glaube, das habe ich morgen nicht im Kopf. Ich habe wahrscheinlich immer noch morgen, ich wache auf und habe dieses Casimir-Dingsbums da im Kopf noch so, ne? Ja, also, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, ne? Sarah Lombardi. Okay, also, hey, danke fürs Anschauen, das Video, und tut mir leid, da kann ich nicht so viel sagen, so, ne? Okay, tschüss.